Marcel Witting, der Auftakt in die Winter the Ice Hockey League ist gemacht. Leider war in Bozen nicht ganz so erfolgreich. Lass mal dieses Spiel nochmal kurz Revue passieren. Am Ende war es relativ deutlich, warum hat es nicht gereicht? Ich glaube, dass wir einfach viel zu viele Fehler gemacht haben. Man kann sagen, ja, erstes Spiel war nicht unser Anspruch. Wir wollten eigentlich, am Anfang war es eigentlich ein enges Spiel. Wir haben eine gute Chance auch gehabt, wir haben sie leider nicht genutzt. Dann hat Bozen, wie sie halt sind, sie sind kaltschnäuzig und haben die Tore geschossen. Und dann sind wir immer einen Rückstand hinterhergelaufen und der ist immer größer geworden. Und dann ist es leider zu dem Ergebnis gekommen. Jetzt hat man am Sonntag spielfrei gehabt, hat somit gleich Zeit gehabt, aus diesen Fehlern ein bisschen zu lernen. Morgen kommt mit dem KAC ja eigentlich einer der großen Favoriten in die Linzer Eisarena. Trotz dieser bitteren Niederlage, wie groß ist die Vorfreude jetzt auf das erste Heimspiel? Ja, extrem groß. Ich glaube, wir haben uns sehr gut vorbereitet. Wir freuen uns natürlich, dass gleich zum Auftakt, zum Heimauftakt so ein Gegner kommt. Die Halle wird hoffentlich voll sein und ich glaube, dass es ein super Eishockey-Abend wird. Ich glaube, wir müssen es natürlich ansprechen. Für dich wird es auch ein ganz besonderes Match werden. Das erste Mal als Gegner den Klagenfurtern gegenüberstehen. Was nimmst du dir persönlich vor oder was erwartest du dir von so einem Wiedersehen? Ja, nach so einer langen Zeit, aber du hast es im Gegner jetzt. Es gibt jetzt keine Freunde für 2,5 Stunden und ich glaube einfach, dass es ein cooler Eishockey-Abend wird. Das ist eigentlich alles. Wir wollen gewinnen und ich hoffe, dass das passiert.